Guten Abend, liebe Zuschauer. Die US-Notenbank hat gestern Abend, wie erwartet, die Zinsen zum zweiten Mal gesenkt. Auf eine Spanne von 1,75 bis 2%. Die US-Wirtschaft wächst moderat, den Verbrauchern geht es gut. Der Export und die Investitionen aber haben sich abgeschwächt. Wegen des Handelsstreits und der damit verbundenen Unsicherheit. Daher sei es besser, so US-Notenbankchef Powell, proaktiv zu handeln. Auch die zweite Zinssenkung ist demnach eine Vorsichtsmaßnahme gegen politische Risiken. In diesen Zeiten sei es schwer, ein klares Urteil zu fällen, so Powell. Der US-Notenbankchef zielt auf den Wankelmut der politischen Akteure ab, die Unvernunft und die Irrationalität, die den Handelsstreit bestimmen. Wer der Politik misstraut, investiert nicht. Kein Wunder, dass auch Notenbankern die Entscheidungsfindung schwerfällt. Wie in der EZB findet auch innerhalb der Fed eine kontroverse Debatte statt. Die gestrige Zinssenkung fiel nicht einstimmig. Die Notenbank ist gespalten. Das eine Lager hätte gern weitere Zinssenkungen, das andere würde sie lieber stoppen. Ein klarer Weg ist nicht erkennbar. Weitere Zinsschritte längst nicht ausgemacht. Man werde situationsabhängig von Sitzung zu Sitzung entscheiden, so Powell. Anlegern wäre mehr Vorhersehbarkeit deutlich lieber. Der DAX gewann heute dennoch erneut rund 0,6% auf 12.458 Punkte. US-Präsident Trump, der auf schnelle, massive Zinssenkungen drängt, bringt das Vorgehen der Notenbank richtig in Rage. Der Notenbankchef habe erneut versagt. Powell habe keinen Mumm, keinen Verstand, keine Vision. Sei ein schrecklicher Kommunikator, so Trump wörtlich. Schon zuvor hatte der Präsident die Mitglieder der Notenbank als Dummköpfe bezeichnet. Die angeblichen Dummköpfe haben derweil genau nachgerechnet. 200 Milliarden Dollar an Wirtschaftskraft werden Trumps Zollpolitik und die damit einhergehende Unsicherheit die USA laut Fed kosten. Unternehmen und Verbraucher spüren es bereits im Geldbeutel. Das US-Wahlvolk, das nächstes Jahr einen neuen Präsidenten wählt, könnte unruhig werden. Trump treibt deshalb die Notenbank weiter vor sich her, will Null- oder sogar Negativzinsen. Doch nicht mit der Fed. Man habe deren Einführung in der Finanzkrise geprüft und davon abgesehen. Es klang wie ein Punkt, keine Negativzinsen, Ende der Diskussion. Die Fed hat immer wieder betont, dass sie die Risiken negativer Zinsen als zu groß einschätzt. Unruhe in diesen Zeiten ploppt sie zuweilen schlagartig auf, wie aktuell am Geldmarkt. Dort leihen sich Banken kurzfristig untereinander Geld. Akut brauchen US-Unternehmen sehr viel davon, um Steuern zu begleichen. Doch so viel Cash ist gar nicht da bei den Banken. Die Folge: ein Zinssprung und nahezu Stillstand des Geldverkehrs. Gut 200 Milliarden Dollar hat die US-Notenbank in den letzten 3 Tagen in den Geldmarkt gepumpt, damit sich der Stau auflöst. Es weckt Erinnerungen an die Finanzkrise, als mit der Lehman-Pleite der Geldverkehr zum Erliegen kam. Die Gründe seien ganz andere, beruhigt die US-Notenbank. Dennoch könnte auch sie bald wieder Anleihekäufe starten, um die Banken flüssig zu halten. Nicht nur in den USA, weltweit sind die Notenbanken in Habachtstellung. Die OECD warnte heute vor dem schwächsten Wachstum seit der Finanzkrise. Vor allem Deutschland werde als Exportnation stark vom Handelskonflikt getroffen. Puh, einen schönen Abend.